willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Ja, ich sitze gerade ein wenig unvorteilhaft, dass man das da hinten nicht sehen kann. Aber ist ja nicht schlimm, es steht ja in der Überschrift, um was es heute geht und ich habe es auch euch eben gesagt. Und zwar geht es um meinen monatlichen DM-Haul und zwar ist es der Haul für den Monat September. Ja, ich habe diesen Monat oder beziehungsweise ich habe jetzt nicht wirklich viel gebraucht. Ein paar Sachen sind mir jetzt leer gegangen, die ich in den Flitterwochen verbraucht habe und ja, die habe ich mir jetzt nachgekauft. Ein, zwei Sachen habe ich neu gekauft und die würde ich euch gerne hier zeigen. Ja, fangen wir mal an mit einer Cremeseife. Wie ihr wisst, hole ich ja immer so Nachfüllpack. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal jetzt Ginger Lemon Duft geholt. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht gerochen, wie es riecht, aber ich liebe Ginger und ich liebe Lemon. Und deswegen kann ich es mir auch gar nicht vorstellen, dass es nicht gut riecht. Und wie gesagt, so ein Nachfüllpack ist deutlich preiswerter und wenn man im Badezimmer eh schon so einen Seifenspender stehen hat, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, außer so einen Vorteilspack zu kaufen. Ja, die Preise werde ich euch alle hier einblenden, deswegen werde ich euch jetzt auch die Preise nicht nennen. Dann ist jetzt meine Nachtcreme leer gegangen und deswegen habe ich sie mir nachgeholt und zwar ist es die Essentials oder wie auch immer von Nivea. Die hatte ich auch vorher schon gehabt. Das ist eine gute Nachtpflege, 24 Stunden Feuchtigkeit und Regeneration für jeden Hauttyp. Und ich bin mit dieser Creme sehr zufrieden. Sie spendet mir wirklich ganz viel Feuchtigkeit abends. Und wenn ich morgens aufstehe, ist meine Haut immer so schön. Aber im Laufe des Tages wird es dann immer wieder schlimmer. Aber das liegt ja nicht an der Creme. Und zwar ist hier Vitamin E und Antioxidantien drin. Wie gesagt, ich bin so zufrieden mit dieser Creme, dass ich sie mir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gekauft habe. Ja, dann, was ich auch richtig toll finde, und das habe ich jetzt auch die ganzen Flitterwochen über benutzt, ist das Golden Cashmere Deo. Das habe ich mir jetzt nachgekauft, weil es einfach so super riecht. Das ist wirklich einfach, dieser Duft erinnert mich jetzt einfach immer an den Urlaub. Das ist einfach so geil. Aber ich habe euch ja schon öfters erzählt, ich benutze ein Deo nicht so lange. Höchstens 3-4 Mal, also nachgekauft, weil danach wirkt das einfach nicht bei mir. Und momentan ist das echt mein absolut Lieblingsdeo. Das ist von Duschstars, falls ihr es gerade nicht gesehen habt. Ja, wie gesagt, ich bin sowas von zufrieden und das riecht einfach so gut. Ja, dann habe ich mir was gekauft. Und zwar kennt ihr das vielleicht auch. Wenn ihr euch abschminkt, benutzt ihr immer die kleinen Wattepads. Und man braucht mindestens 2 Stück, bis man sein Gesicht sauber bekommen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum hole ich mir nicht gerade so große Wattepads? Wie ihr seht, ist es viel größer. Und zwar sind die oval. Die sind nicht rund wie die kleinen. Und ja, hier sind 50 Maxi-Pads drin, steht da drauf. Das ist von Ebelin, also von der DM-Eigenmarke. Und ja, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich benutze in der Regel 2 Wattepads und somit, müsste eigentlich ein Wattepad ausreichen. Ich werde euch auf jeden Fall irgendwann mal mein Fazit dazu nennen, aber ich bin sehr optimistisch. So, dann, ja, ich bin jetzt ein wenig brauner im Gesicht durch die Flitterwochen und deswegen musste ich mir auch ein neues Make-up kaufen. Beziehungsweise habe ich mir das Matte Mousse Make-up in der Nuance 3, das ist Matte Honey, gekauft. Sonst benutze ich 1 und die 4, glaube ich. Ja, und die 3 habe ich auch schon öfters gekauft, beziehungsweise kaufe ich immer im Sommer. Jetzt ist schon der Sommer fast vorbei, aber jetzt bin ich halt nur mal brauner im Gesicht. Das mische ich aber trotzdem noch mit der 01, weil es mir ein bisschen zu dunkel ist, muss ich sagen. Aber es gibt kein so ein Zwischending, weil alles andere ist irgendwie zu rosa oder, ja, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall nicht so aus wie mein Hautton. Und wenn ich das mit der 04 zusammenmische, passt das genau richtig. Ja, dann ist noch was leer gegangen. Und zwar mein Volume Haarspray von Tuft. Das hole ich mir immer. Das ist so ein Standard-Haarspray, was ich benutze. Da steht zwar extra stark, aber ich glaube, bei Tuft gibt es auch schon 5. Das ist jetzt die 3. Und das ist jetzt die XL-Größe. Kaufe ich mir, wenn ich weiß, dass ich eh nicht verreise und dass ich das nur zu Hause benutze, weil es einfach preiswerter ist, eine große Flasche zu kaufen. Wie kleine jetzt. Vorher hatte ich auch so eine kleine Flasche gehabt, aber wie gesagt, ist jetzt leer. Und ich finde, das Haarspray riecht sehr gut und erfüllt auch seinen Zweck. Ja, dann kommen wir zu einem letzten Produkt, was ich mir gekauft habe. Das habe ich mir noch nie gekauft. Das ist neu. Ich werde es testen. Und zwar ist es das Wahre Schätze Garnier Shampoo mit Argan Macadamia Creme mit Arganöl aus Marokko. Ah nee, was steht da? Argan Mandel.
Creme. Ah, genau, Argan-Mandelcreme mit Arganöl aus Marokko. So, für sehr trockenes und widerspenstiges Haar. Widerspenstiges, das Wort hört sich irgendwie komisch an. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wahre Schätze früher als Kind immer benutzt, das weiß ich ganz genau. Jetzt hatte ich ja die letzten Male von Balea das, wie hieß es? Glossy Blonde Shampoo benutzt. Ich muss sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, meine Haare würden dann dadurch sauberer werden oder ich musste halt mega viel Shampoo davon nehmen, damit ich das Gefühl habe, dass meine Haare sauber sind. Kann sein, dass sie dadurch etwas geschmeidiger und glänzender geworden sind, aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich mir jetzt die Haare abgeschnitten habe und sie einfach auch so frischer geworden sind. Und ja, und besonders gut hat es auch nicht gerochen, muss ich sagen. Die Spülung benutze ich weiterhin, weil da habe ich jetzt noch jede Menge drin. Aber das riecht auf jeden Fall sehr gut und ich freue mich schon damit, die Haare zu waschen und ich finde, das sieht auch einfach so voll schön aus. Das sieht schon so pflegend aus. Ja, ich bin gespannt, werde euch auf jeden Fall auch ein Fazit darüber irgendwann mal sagen und ja. Das war's auch, mehr habe ich diesen Monat nicht gekauft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Produkten habt, dann dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!